Ja, hallo und herzlich willkommen hier vom Campingplatz Hattenheim bei Mainz am Rhein. Ich habe heute Nacht wieder super geschlafen hier in meinem Zelt. Ein bisschen Unordnung beim Aufräumen, Zusammenpacken hier. Und gehe gleich weiter hier am Rhein entlang. Heute gibt es ja eigentlich auch kaum Höhenmeter, irgendwas um 500. Und das sammelt sich ja so zusammen, wenn man hier mal rüberfährt, mal da mal rüberfährt. Und das Ziel ist heute Remagen. Zunächst fahre ich erstmal nach Koblenz. Und Koblenz ist immer wieder was Besonderes. Ich bin immer wieder gerne in Koblenz. In Koblenz hat damals die erste Radtour, die ich verfilmt habe, gestartet, vor ziemlich genau 5 Jahren. Bin ich ja mit meiner Tochter Ina dann der Mosel entlang Richtung Trier gefahren. Und darum freue ich mich schon ganz besonders darauf. Es ist immer wieder Erinnerungen hoch, wenn es nach Koblenz geht. Ja, jetzt packe ich es mal weiter zusammen hier. Ich habe mit der Frau vom Campingplatz verabredet, dass um 7 Uhr das Tor aufmacht. Normal macht die um 8 erst auf. Das ist total nett, dass sie eine Stunde eher kommt, um das aufzumachen, damit ich schon los kann. Und was ich noch gestern nicht erzählt habe, der Preis hier vom Campingplatz, 22,50 Euro kostet der. Das ist mit einer der teuersten, auf dem ich jetzt hier war, wenn nicht sogar der teuerste. Okay, alle Sachen wären teurer, da habe ich jetzt vorher auch mitgerechnet, das ist gar nicht das Thema. Aber dass ich dann in der Dusche für warmes Wasser nochmal 2 Euro extra zahlen musste. Ne? Also früher habe ich schon mal erlebt, 50 Cent zahlt man dann für warmes Wasser, sonst kalt duschen ist umsonst. Aber 2 Euro für 5 Minuten warmes Wasser, wenn du eh schon 22,50 mit dem kleinen Zelt bezahlst. Ja, okay, müssen die ja für sich entscheiden hier. Ne? Und ich kann es ja auch selbst entscheiden, ob ich nochmal hier hinkomme. Oder halt nicht. Aber auf den anderen Campingplätzen war halt das warme Wasser im Preis mit drin. Und der vorletzte Nacht hat 14 Euro gekostet. War dann ja Spott billig im Vergleich dazu. So, aber jetzt genug gelästert am frühen Morgen. Jetzt geht's gleich los. Da ist der Rhein. Da habe ich gestern noch schön gesessen. Biergarten. Gab so lecker was zu essen. Ein Bierchen dazu. Und dann geht's gleich wieder weiter. Ich suche mir hier jetzt in Hattenheim noch eben einen Bäcker, dass ich ein bisschen was frühstücken kann. Guck mal, ist auch sehenswert hier, ne? Und dann geht's weiter. Erstmal rüber zur anderen Rheinseite. Die Deutsche Bahn hat was dagegen, dass ich jetzt hier früh am Morgen mein Frühstück bekomme, haben die Schranken runtergemacht, aber es kommt gar kein Zug. Die streiken an diesem Wochenende ja auch schon wieder. Und ich weiß ja nicht, wenn der Bahnbetrieb streikt, ob trotzdem die Schranken runtergehen, so wie sonst auch. Also, den traut man ja mittlerweile alles zu, ne? Jedenfalls. Ja. Ich stehe jetzt hier und hab Hunger. Machst du nix. So, weiter geht's. Der Güterverkehr wird wahrscheinlich ja nicht bestreikt, weil die Güter beschweren sich ja nicht. Ne? Die müssen ja nicht zur Arbeit oder so. Alter Opel-Kapitän. Das hat doch noch Stil. Aber die Bahn meint es heute wirklich nicht so gut mit mir. Ist total idyllisch. Hier ist 8 Uhr morgens und kaum eine Menschenseele jetzt hier direkt am Rhein unterwegs. Gut, oben die Straße fährt mein Auto vorbei, aber die Sonne lacht mich an. Ich drehe mal eben die Kamera nach hinten, dann könnt ihr das sehen. Was willst du mehr? Hier hat es wohl, ich wollte sagen, ordentlich geregnet, aber nee. Das ist gar kein Regen, hat ja auch gar nicht geregnet.
Der Rhein führt so viel Wasser, dass es hier ein bisschen überschwappt. Aber dafür ist es wahrscheinlich auch da. Oder auch nicht. Rheinfähre Ingelheim. So. Hier sagt mir mein Navi, hier soll ich mal rübersetzen. Dann schaue ich mal, ob ich die da vorne noch erreiche oder ob ich noch ein bisschen warten muss. Morgen. Ja, 8.10 Uhr jetzt hier an der Rheinfähre in Ingelheim und das Sprichwort, der frühe Vogel fängt den Wurm, trifft jetzt nicht auf mich zu, weil die fährt erst um 9 Uhr rüber. Hab gerade gefragt, er macht gerade sein Boot da sauber und für mich heißt das jetzt, ich fahre weiter und nehme dann die nächste Rheinfähre oder übernächste, muss ich mal gucken. Auf dem ganzen Stück zwischen Mainz und Koblenz gibt es ja keine Brücken, das sind für mich mit dem Fahrrad hier am Rhein lang ungefähr 70 Kilometer. Von daher muss ich irgendwann übersetzen, weil die andere Rheinseite auch irgendwann die schönere sein soll, beziehungsweise man kann auch gar nicht mehr fahren auf dieser Seite, irgendwie sowas. Ich kenne ja bloß die andere vom Europaradweg 15, als ich damals aus der Schweiz nach Hause gefahren bin. Fahre ich mal hier jetzt weiter. Wenn wir 3-4 Stunden warten, werde ich jetzt hier nicht. Und ich bin jetzt hier heute Morgen total happy mit der Entscheidung, nach Westen abgedreht zu haben vorgestern. Gestern war ich schon so ein bisschen am, klar, so eine Überführungsgeschichte dann da durch so ein Ballungsgebiet. Da gibt es halt nichts fürs Auge, wenn man vorher tagelang verwöhnt war. Und jetzt hier eine Rheine lang gibt es doch immer was zu sehen. Ne? Guck mal hier. Das Weingut. Und der Radweg durch die Büsche. Ja, guck mal. Wir sind sogar schneller als das Schiff unterwegs. Ich gönne mir heute Morgen auch schon direkt hier den Eco-Modus, obwohl es flach ist. Eigentlich ja auch bergab geht, wenn man so im Fluss seinem Loch folgt. Aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall ankomme. Sind ja nur, ich glaube, 138 Kilometer. Irgendwie sowas. Ich habe natürlich völlig übertrieben. Es sind jetzt noch 108 Kilometer. Die Kilometer, die ich gestern mehr gefahren bin, bis zum Campingplatz. Als ich ursprünglich gestern geplant hatte, muss ich heute ja nicht fahren. Ne? Von daher, das ist alles gut machbar. Und ich fahre jetzt gerade hier eine Umleitung, weil am Rhein ist es gesperrt, am Rheinufer direkt. Irgendein Volksfest, was sie da vorbereiten wohl für heute Abend. Wollte ich mich erst durchschummeln, aber keine Chance. Alle dicht. So, und auf der anderen Rheinseite sieht man jetzt Bingen. Und von hier aus Rüdesheim. Bingen gibt es auch eine Fähre. Muss ich mal gucken, was ich einen Anleger finde. Und dann geht sie rüber. Mal kurz vor 9 hier die Ausflugsschifffahrt. Gut gebucht. Ja, liebe Leute, um Haaresbreite hätte es diese Videos von mir gar nicht gegeben. Da vorne ist ein Bahnübergang, kann man schon gar nicht mehr sehen. Und ich wollte erst hier runterfahren, ich habe es mit dem Anleger nicht kapiert, die 300 Meter zum Fähranleger. Wollte drehen und jemand ging die Schranke runter und die kam von oben und ich war drunter. Habe mich rechts auf der Schulter getroffen, ist ein vollbeschrankter Bahnübergang, aber der gute Mann, der die Schranke runterlässt, hat die dann direkt wieder hochgemacht. Aber da habe ich mich ordentlich erschrocken, ne? Ich stand nämlich dann plötzlich auch auf der falschen Seite der Schranke. Eieieiei, das war gar keine Absicht, aber das ist dann so eng, direkt da, wo man hochkommt, ist die Schranke.
Da hat der Raimund sich aber mal ordentlich erschrocken hier heute Morgen. Dann gleich auf der Fähre mal ein bisschen entspannen, wenn es rübergeht nach Bingen. Ich gucke mal hier. Das lohnt sich doch schon wieder heute Morgen hier. Zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und die Kamera am Laufen. Tippitoppi. Jetzt auch für Faxe her. Faxe hier, dass er Boot fährt, ne? Guck mal, schon ganz aufgeregt. So, Kilometer 16 heute Morgen und herzlich willkommen hier in Bingen am Rhein auf dem Eurovelo 15. Das ist eine wahnsinnige Kulisse. Fängt die GoPro wahrscheinlich gar nicht so ein. Hinten an der Rheinufer die Burg. Jetzt hier der Weinverladekran. Kritische Situation. Entenmama mit Junge. Versuchen wir mal vorbeizuschleichen. Assmannshausen. Die Burg Rheinstein. Und das Tolle hier in der Gegend ist, er folgt ja wirklich Burg auf Burg. Ne? Das ist jetzt die Burg Reichenstein. Die nächste bitte, die Burg Soneck. Es ist mittlerweile auch schon 10 Uhr. Ich habe da schon ganze 26 Kilometer jetzt geschafft hier heute. Und da ist meine dünnere Jacke angezogen. Ne? Die Regenjacke. Es regnet zwar nicht, aber ohne Jacke ist sie noch zu frisch. Und die andere ist zu warm. Hallo. Hallo. Denn hin? Nach Remagen. Ach, da, heute nach Remagen? Ja. Und dann letztendlich weiter danach? Nach Hause. Ich komme aus Münster, Münsterland. Ja, ich bin auch aus Münster. Bin von Münster hier runtergekommen. Das ist ja witzig. Ich komme aus dem Allgäu jetzt gerade. Ja, witzig. Der Herr kam aus Münster und fährt jetzt mit dem Fahrrad von Münster nach Basel. Und kennt sich offensichtlich sehr gut aus mit allen Radverbindungen hier in unserem schönen deutschen Land. Hatte mir nämlich noch Alternativen jetzt aufgezählt, die ich auch hätte fahren können von Würzburg aus. Ja, weiß ich ja selber. Moin. Aber wie gesagt, immer der Sonne nachgejagt. Wenn ich über Kassel gefahren wäre, da regnet es nämlich heute. Auf der anderen Rheinseite
sieht man jetzt Lorch. Auf meiner Seite ist das Niederheimbach. Und hier wäre dann die nächste Fährmöglichkeit gewesen. Aber ich habe jetzt gerade von dem Gutmann erfahren, andere Seite ist der Radweg überhaupt nicht befahrbar. Dieses Stück hier ist für komplett neu gemacht, weil man hier richtig in den Radtourismus für die Radfahrer was macht. In den Radtourismus wird investiert und aktuell halt kein Radweg möglich. Aber wieder alles richtig gemacht hier auf dieser Seite heute. Die Ruine Burg Fürstenberg. Ich bin gerade auch so ein bisschen, ja, was heißt verwundert, aber überrascht jetzt schon, wie viel Radreisen hier unterwegs. Da kommt jetzt schon die nächste Bank, der nächste, der Pause macht, schwer bepackt. Und auf der romantischen Straße war ich in Wert-Unikat letzte Woche. Ist jetzt irgendwo ein Startschuss gefallen oder fährt man das, was ich gefahren bin, zu einer anderen Jahreszeit? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Guck mal, stromaufwärts, das muss ich ganz schön quälen, das Schiff hier bei der Strömung. Und flussabwärts, Rakete. Kilometer 32, herzlich willkommen in Bacharach. Ich genieße das ja hier gerade so richtig, am Rhein lang zu schlawinern, hätte ich fast gesagt. Also richtig flott unterwegs bin ich hier nicht. Immer schön gucken, aber ist ja auch mein Urlaub, ne? Muss ich auch genießen. Und die Frage stellt sich mir, ob ich überhaupt in Regenmagen ankomme, wenn ich so weiterfahre. Und ich habe das gleiche ja schon mal gemacht, ne? Dass ich von Eltville nach Regenmagen gefahren bin, dann ohne Motor. Und auch mit so einer Komplettausstattung mit Packtasche hinten drauf. Na, bin ich mal gespannt, ne? Was das heute wird, wo ich heute ende. Kaub auf der anderen Rheinseite. Und auch wieder eine schöne Burgruine. Oder ein Hotel steht da dran. Das ist wahrscheinlich gar keine Ruine. Und ich glaube, das Motiv habe ich sogar als Puzzle zu Hause. Da ich natürlich keine Ahnung habe hier von Burgruinen, Burgen, Hintergrundwissen, wo kommen die her, wo wollen die hin, hätte ich fast gesagt. Aus welcher Zeit stammen die, welche Prinzessin musste wo befreit werden, keine Ahnung. Dann guckt euch die YouTuber hier aus der Gegend an, da gibt es ja so einige, die hier gerne und gute Videos machen und die gucke ich mir auch immer gerne an. Habe ich damals auch vor 4 Jahren, als ich den Rheinradweg gefahren bin, immer schon gerne gemacht und die Herren machen auch immer noch Videos. Von daher lasse ich mal lieber meinen Senf dazu in der Tube und fahre hier einfach lang und genieße den Ausblick. So, liebe Leute, wir kommen jetzt hier nach Oberwesel, Rhein-Hunsrück-Kreis, Kilometer 38 und hier die Oberschönburg, ein Hotel. Wenn ich das richtig auswendig gelernt habe bei Google gerade.
So, mir ist mittlerweile jetzt aber auch warm geworden. Und ist das erste Mal seit 3 Tagen, glaube ich, dass ich jetzt ganz ohne Jacke fahren kann. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das ist. Ich muss auch mal gucken, dass ich jetzt auch die Sonnencreme wieder finde. Ich glaube, hier habe ich sie reingesteckt. Dass ich sie schnell griffbereit habe. Das ist der Vorteil bei den Fahrradtaschen, dass die überall außen auch noch keine Täschchen haben. Die Sonnenbrille habe ich jetzt ganz unten in der Tasche auch noch wieder gefunden. Und so gefällt mir das schon viel besser jetzt hier. Moin. Ich komme jetzt gleich nach San Goa. Ganz berühmtes Dörfchen. Wegen dem Felsen hier. Hier kann ich auch gar nicht falsch bei Google nachgucken, ist die Lorelei, der Lorelei-Felsen. Hier bei San Goa. Ich glaube, da haben die auch schon so einige Marks und Euros mitgemacht. Und ich weiß auch, als wir das erste Mal hier waren mit der Familie, die Kinder noch kleiner, sind wir, weiß ich gar nicht, wo wir hingefahren sind. Jedenfalls waren wir hier am Rhein unterwegs. Und dann dachten wir auch, also Lorelei, da waren wir noch nie. Da haben wir so eine großartige Erwartungshaltung gehabt. Die Lorelei, ja, das ist so ein Felsen. Ne? Ich lasse jetzt ja nicht schmälern hier, aber okay. San Goa an der Lorelei. Rhein-Hunsrück-Kreis an der Bundesstraße 9. Die ich auch noch in guter Erinnerung habe. Ich habe mir hier mal bei einem ausgeliehenen Wohnmobil den rechten Außenspiegel abgefahren. Also nicht in San Goa, aber auf der B9 hier. Ja, dann fahre ich doch lieber Fahrrad. Kann ich die Breite ein bisschen besser einschätzen. Aber da kommt ja gerade so ein Wohnmobil, ist ja auch ganz schön, steht schon ganz schön über, ne? Ist halt herrlich. Ich krieg das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. So. Tippitoppi. Ja, Freunde, was ein Zufall. Habe ich vorhin noch erwähnt, wenn ich mich hier nicht auskenne und ich weiß, wie die alten Steine heißen, halte ich ja lieber die Klappe und überlasse das den Leuten, die hier wohnen und unterwegs sind und YouTube-Videos machen. Und wie es der Zufall so will, habe ich hier gerade den Dirk getroffen vom Kanal Dirk on Tour. Und der hat mich jetzt spontan eingeladen auf ein Erfrischungsgetränk. Ja, ich freue mich richtig, ihn hier heute mal kennenzulernen persönlich. Ich möchte nicht zu viel spoilern, das wird er auf seinem Kanal machen. Aber der hat hier eine richtige Hammertour hingelegt und ist hier heute kurz vor Koblenz. Ja, dann begrüße ich euch mal offiziell hier auf dem Kanal vom Svoro. Freut mich richtig, dass ich ihn heute bei so einem herrlichen Wetter hier treffen konnte. Echt klasse. Aber wie sagt man so schön, warum ist es am Rhein so schön? Weil man hier sehr, sehr viele bekannte Radio-YouTuber trifft. Ach, herrlich. Ja, wunderbar. Und ist das Leben so noch schön? Sehr, sehr schön. Und vor allen Dingen bei dem Wetter, ja. Ausblick auf den Rhein, herrlich. Ja, ihr Lieben, es ist nun soweit.
Swobo sitzt neben mir. Wie gesagt, ihr als Rad-YouTuber. Ich spreche jetzt mal in beide Kameras. Ja, am besten gucke ich geradeaus. Ja. Werdet ihn alle kennen. Und er fährt heute nach Koblenz. Und was macht man als Koblenzer? Man bringt ihm ein leckeres Koblenzer Pilz vorbei. Swobo, für dich. Dankeschön. Und ich habe mir zufälligerweise auch eins mitgebracht. Ja, es gibt noch zu erwähnen, genau an dieser Stelle, auf dieser Bank, habe ich mit Markus und mit Mari gesessen. Da hatten wir allerdings kein Koblenzer. Schande über mein Haupt, da hatte ich Bayerisch Hell. Und ich würde sagen, ich habe genug gesabbelt. Schön, dich kennenzulernen. Ja, gleichfalls. Prost. Ja, Freunde, da brauche ich ja gar nichts mehr ergänzen. Ne? Wir sind ja der Worte genug gefallen. Lass den Ausblick genießen hier. Lecker Bierchen trinken. Ich hoffe, es schmeckt dir gut. Es ist natürlich für einen Biertrinker jetzt wirklich bitter, weil es ist schon einige Grad wärmer als normal. Aber ich weiß das sehr zu schätzen, dass du das jetzt schon wahrscheinlich mehrere Stunden in deinen Packtaschen extra für mich spazieren gefahren hast. Genau. Und von daher sage ich dir lieben Dank. Gerne. Es ist magenfreundlich, sagen wir auch, wenn das so temperiert ist. Genau. Warm ist es ja auch noch nicht, ne? Ist magenfreundlich. Ich habe oft die Frage gestellt bekommen, ob E-Bike jetzt für mich komplett raus ist. Nein, absolut nicht. Also das ist situationsabhängig, das fahre ich nach Lust und Laune und ich fahre auch nach wie vor mein E-Mountainbike, mein Himiway und so weiter und so fort. Also das ist wirklich, wie ich Lust habe. Nur momentan hat mich dieses Fahrrad so angefixt, dass ich damit nur unterwegs bin. Vielleicht mal so erwähnt nebenbei. Ist ja auch ein schönes Bike. Ich muss das mal eben hier meinen Zuschauern zeigen. Ja. Die überfahren werde. Ja, diese schöne Gravelbike von Cannondale. Und dann wird ich zum Bikepacking aufgerüstet mit Gepäckträger und auch vorne vernünftigen Frontgepäckträger. Nicht so wie ich mit meinen Kabelbindern, die mich seit dem Wald von Ansbach irgendwo den Frontgepäckträger zusammenhalten bei mir. Ja. Ein Hoch auf die deutschen Kabelbinderindustrie. Ja, wirklich. So, Freunde, weiter geht's. Lecker Bierchen am Rhein hier sehr genossen. In Boppard. Und jetzt geht es hier weiter Richtung Koblenz. Ja, Freunde, und der Dirk hat mich gerade freundlicherweise darauf hingewiesen, dass es hier bei der Firma Rheinquell, die machen ja Mineralwasser, auch einen Brunnen gibt, wo man hier für lau sein Trinkwasser wieder auffüllen kann. Da würde ich auch sagen, eigentlich müsste ich jetzt ja meins, ist das Mineralwasser? Das ist wahrscheinlich ja nicht, ne? So, Quellwasser hier, nicht gesprudelt. Sonst musste ich mal überlegen, ob ich mein Trinkwasser mal hier auskippe, dass das vom Campingplatz in Eltville, und das mal austausche hier, dann mach ich doch mal eben schnell. Das ist jetzt frisches Quellwasser hier, bestimmt. Was willst du mehr? Direkt mal einen Schluck genießen hier. Schmeckt gleich viel besser. Tippitoppi. So, Freunde, Kilometer 75. Herzlich willkommen in Koblenz. Stadtteil Stolzenfels. So, hier gibt es jetzt noch einen schönen Biergarten, wo wir noch ein kleines Nachtischbierchen genießen werden. Ja, wo wir jetzt so ganz nett hier im Biergarten sitzen, da könnte man fast auf die Idee kommen, ich bleib einfach hier, ne? Ist doch schön hier am Rhein. Warum soll ich mal weiterfahren, ne? Einfach die Augen zumachen, einschlafen und träumen. Ja, die Augen wieder auf und ausgeträumt. Ihr seht, ich sehe plötzlich ganz anders aus. Wie kann das?
Gestern, als ich mit dem Dirk im Biergarten gesessen habe, das war wirklich ein schöner Augenblick, eine schöne Zeit, die wir da gemeinsam hatten. Das habe ich sehr genossen. Und wie sage ich auch so gerne, man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Man weiß ja nie, wann man wieder Gelegenheit dazu hat. Und darum habe ich mich jetzt auch nicht genötigt gesehen, dann da schnell wieder aufzubrechen und weiterzufahren zum Campingplatz nach Remagen, wie es eigentlich geplant war. Dann hat der Himmel sich noch zugezogen, kam ein richtiges Gewitter einmal über Koblenz hinweg. Du Scheiße, da braut sich was zusammen. Was machen wir jetzt? Und da habe ich mir gedacht, komm. Das ist doch der richtige Augenblick. Koblenz ist auch so eine Stadt, halt, habe ich am Anfang dieses Teils heute ja auch schon erwähnt, der uns als Familie sehr verbindet, wo wir gerne sind. Ich habe meine Frau angerufen, die ist auch noch vorbeigekommen. Wir haben uns hier ein Zimmerchen genommen und machen uns noch einen schönen Sonntag jetzt hier in Koblenz. Ich beende also die Tour jetzt hier in Koblenz. Und das ist, finde ich, für mich so ein schöner Abschluss. Die schönste Rheinstrecke habe ich ja gesehen jetzt hier von Mainz bis nach hier mit den ganzen Burgen, Schlössern und Sehenswürdigkeiten. Und von daher, wie gesagt, die Tour jetzt hier zu Ende. Ich bedanke mich jedenfalls bei euch, dass ihr die ganze Zeit dabei geblieben seid. Und würde mich freuen, wenn ihr mir eure Kommentare unterschreibt, wie ihr das gefunden habt hier, meine 7 Tage vom Allgäu mit dem Rad bis hier rauf nach Koblenz. Und natürlich gerne auch noch einen Daumen da lassen. Und wenn ihr noch nicht habt, immer auch den Kanal abonnieren. Ich sage, wie gesagt, Dankeschön fürs Zuschauen. Ich werde noch ein Nachbereitungsvideo machen, was ich dabei hatte, wie mein Fahrrad jetzt aussieht, wie mein Frontgepäckträger aussieht, was ich da alles wieder sauber machen muss und was ich vielleicht auch zu viel eingepackt hatte. Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.